Moin, wie machst du dein neues Jahr zu deinem bisher besten Jahr? All das und noch viel mehr verraten wir dir jetzt in diesem Podcast-Video. Wir sind's, Annette und Easy, und am Ende haben wir noch einen mega, mega coolen Tipp für dich. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja. Ach, dieses neue Jahr, ich habe ja schon im letzten Video drüber gesprochen, ist mega, mega spannend und es ist einfach so, als ob das Tor geöffnet wird für all unsere Möglichkeiten, weil wir befinden uns ja auch noch in der neuen Zeit, und die neue Zeit ist ja dafür da, dass eben alte Strukturen aufgebrochen werden, dass alte Glaubensmuster endlich losgelassen werden können, dass wir mal so richtig aufräumen, um letztendlich richtig frei zu sein und ja, in unser schönstes Leben zu starten, eben auch in unser schönstes Jahr. Und da ist ja gerade dieses Jahr ganz besonders dafür. So, als Allerwichtigstes ist es, weil es geht jetzt ja auch immer mehr darum, im Einklang mit deiner Seele zu sein, immer mehr deinen Seelenplan auch zu leben, weil dich das eben erfüllt und glücklich macht. Weil das ist ja die Maßanfertigung für dein selbstbestimmtes, erfülltes, glückliches und erfolgreiches Leben, was deine Seele für dich kreiert hat. Also macht es mega Sinn, und das ist auch mega cool, wenn du dich mit deiner Seele zusammensetzt und mal wirklich aus dir heraus, aus deinem Herzen schöpfst, wie möchtest du überhaupt, dass dein Jahr aussieht? Was fühlt sich richtig an, was kommen da für Impulse, und nicht vom Kopf her, das muss jetzt so sein oder so sein oder so sein, weil es vielleicht der Gesellschaft gefällt oder weil das die so machen, dann muss ich das auch so machen. Nee, es geht jetzt um deine Einzigartigkeit, um deine Einzigartigkeit zu leben, deine Uniqueness, und die ist so wunderschön, und die wollen wir jetzt sehen, nicht was alle anderen machen. Und wenn da viele mit Erfolg haben mit dem, was sie machen, weil sie alles Gleiche machen, sollen sie, aber es geht um dich, und du hast noch viel, viel, viel mehr zu bieten und aus dir herausholen und zu leben, was noch blühen darf sozusagen, weil du weißt, du bist ein Geschenk für diese Welt, du bist ein Wunder, und darum gilt es jetzt, das immer mehr auszupacken, um das wirklich der Welt zu präsentieren. Das heißt, setz dich mit deiner Seele sozusagen zusammen, und dann ist auch noch mega, mega cool, hol dein inneres Kind dazu. Deine Kleine hat mega Ideen, das ist bei mir genauso. Die sprudeln, diese Kleinen, die haben solche tollen Ideen. Das mag auch manchmal total verrückt sein, es ist wurscht. Und darum gönn dir doch dieses Jahr einfach mal ein völlig verrücktes Jahr. Ein Jahr, wo du sagst, boah, das ist so verrückt, ich mag das gar keinem erzählen, brauchst du ja auch nicht. Ne? Ist ja dein Jahr, kannst du ja für dich machen. Und du kannst immer schmunzeln, wenn du merkst, ach, guck mal, da hat sich wieder was erfüllt. Und jeder sagt, wie hast du denn das gemacht? Und das ist ja total crazy und so weiter. Und du weißt letztendlich, weil du es ja letztendlich manifestiert hast, was du dir da gewünscht hast. Und wenn es vielleicht auch manchmal nicht ganz so crazy ist, ist es ja auch völlig egal. Wenn es ein Teil davon ist, wird dich das auch schon so erfüllen und glücklich machen, weil es wirklich aus dir herauskommt. Darum nutze dieses Jahr wirklich und limitier dich nicht. Limitierung, deinen ganzen limitierenden Gedanken kannst du freigeben in dem Moment, die können Urlaub machen, wenn du das für dich kreierst mit deiner Seele und deinem inneren Kind zusammen. Es macht so einen mega Unterschied, wenn ihr euch zusammensetzt und da wirklich wird. Das ist der Wahnsinn. Seid richtig kreativ und guckt immer, was fühlt sich toll an. Und nicht, oh, das geht nicht, oh, das darf ich nicht, oder was werden die anderen sagen, sondern einfach machen. Einfach für dich machen. Und das mach am besten so, dass du es am besten erstmal aufschreibst, dass du dir ein paar Stichworte machst, so dass du es jedenfalls nicht mehr vergisst, weil es sprudeln wird ohne Ende, das garantiere ich dir. So. Und du kannst dir auch gerne jetzt noch ein paar Tage Zeit nehmen. Du musst das nicht an einem Tag runterschreiben, sondern nimm dir Zeit, feil noch ein bisschen dran, wenn du sagst, ach, das könnte ich auch noch dazu machen oder so. Also, dass du dich jetzt richtig öffnest. Und da kannst du jetzt auch den Zauber der Rauhnächte letztendlich nutzen, auch wenn du die Rauhnächte nicht machst. Das ist völlig wurscht. Der Zauber ist da. Also nutze diese Magie, um wirklich dein ja bisher bestes, schönstes, Gott, ja, glücklichstes und erfülltes Jahr für dich zu kreieren. Und hau alles rein, worauf du Bock hast, was sich gut anfühlt, wo du so mega Lust drauf hast, weil das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Und wenn du das für dich gemacht hast, dann schreibe sozusagen ein Skript davon. Mach also eine Story davon. Du kannst damit anfangen, dass du halt sagst, so wie du morgens aufstehst, wie verbringe ich meinen Tag, was mache ich da, ne? All diese ganzen Sachen, so dass ich mich so richtig reinbeamen kann, dass ich es für mich so, weißt du, so richtig fühlen schon kann, dass ich da auch die Augen zumache und da schon letztlich
drin bin in diesem Film, in diesem, was ich gerne manifestieren möchte, beziehungsweise was ich dann ja manifestiere. Und das Spannende ist, wenn du das eben so aufschreibst wie eine Story, kannst du dir das zum Beispiel eben auch als Brief schreiben. Du kannst es, also dass du es aufschreibst, du kannst es dir auch aufnehmen. Dass du es letztendlich eine Audioaufnahme machst, eine Tonaufnahme, wenn du möchtest, kannst du da noch Musik unterlegen, schöne Meditationsmusik und das wirklich morgens immer als deine Meditation. So mache ich es zum Beispiel auch. Und das hörst du dir wirklich mal den ganzen Januar an oder eben wann du auch eben anfängst. Dass du aber wirklich mal 30 Tage für dich nutzt, weil dann fängt es an, dass eben sich auch neue Neuronenbahnen bilden können, dass du deinen ganzen Körper, deinen Geist, dein Mindset, dein Verstand, alles Mögliche darauf einstellen kannst. So ist mein Ja. Und das ist mega, mega cool, was da passiert und wie du das für dich nutzen kannst. Und das ist so eine Freude, sich jeden Morgen dein wundervollstes Ja anzuhören oder eben anzuschauen, indem du es dir eben vorliest oder durchliest, je nachdem, ob du deine Stimme hören magst oder nicht. Also ich finde das mega, mega krass, was, ja, was du damit letztendlich dir gestalten kannst und erschaffen kannst. Weil es geht ja jetzt auch um deine Schöpferkraft, dass du die immer mehr für dich aktivierst, dass du deine Realität erschaffst. Weil jeder hat seine eigene Realität, so wie wir das aus unserem Unterbewusstsein sehen, was wir da abgespeichert haben, was wir für Glaubenssätze haben. So sehen wir unsere Umwelt, so ist unsere Realität. Und du kannst sie verändern, du kannst sie so für dich gestalten, dass sie dir nützlich ist, dass du richtig Bock drauf hast, dass du richtig, richtig glücklich bist. Und dann nutze in der Zeit, wie gesagt, schreib das auch nochmal ganz wichtig in der Gegenwart, also dass es schon passiert oder dass es schon passiert ist, damit du es nämlich aus der Zukunft in die Gegenwart holst. Ins Jetzt, weil dein Körper, dein Verstand, all dein Unterbewusstsein, die können da nicht unterscheiden, ob das jetzt Zukunft ist oder nicht. Wenn du sagst, das ist jetzt so, dann ist das so. Und dass du dann eben auch nochmal wirklich in die Dankbarkeit gehst. Nochmal ganz dankbar bist für dieses Jahr, dass du das leben darfst, dass du das erleben darfst. Und auch, was du alles Gutes geben wirst und tun wirst, auch mit deiner Seelenaufgabe. Also geh wirklich deine Bereiche durch, ob es beruflich ist, privat ist, in der Liebe, auch was deine Gesundheit angeht. Aber nicht mit diesen Vorsätzen so vom Verstand, ich muss jetzt abnehmen, ich muss jetzt Sport treiben oder so, sondern nein, geh spielerisch ran und freu dich richtig auf, wie du deinen Körper immer mehr liebst, weil du immer mehr in deiner Shape bist und dass du dir einfach gönnst, so tolle Sachen zu essen und da vielleicht auch was veränderst. Guck einfach, wie das Beste für dich ist, wie dein schönstes Jahr und eben bestes Jahr aussehen soll. So, wenn du das hast, wie gesagt, Dankbarkeit, weil mit der Dankbarkeit ziehst du auch schon das aus der Zukunft ins Jetzt, weil du ja jetzt schon dankbar bist dafür. Das ist ja das mega coole. So, und dann, weil ich meine, allein du wirst schon dankbar sein, wenn du dir dieses Jahr durchliest oder dir das jedes Mal anhörst, wirst du denken, so, wow, wie geil ist das denn? Und ich lebe das auch natürlich, dass du dabei darauf achtest, wie nimmst du dich überhaupt wahr? Weil da kommen wir schon zu einem weiteren Punkt, der eben nämlich auch ganz wichtig ist. Zu welcher Version von dir musst du werden, um das zu leben? Ganz wichtig, weil du weißt, ne? Du bekommst nicht das, was du dir wünschst, sondern das, wer oder eben wie du bist. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du da für dich auch nochmal checkst, zu welcher Version von mir muss ich eigentlich werden, um das leben zu können? Was will ich nicht mehr denken? Was will ich nicht mehr fühlen? Was will ich nicht mehr tun? Sondern was tue ich stattdessen? Wie bewege ich mich? Wie denke ich? Was für neue Glaubenssätze schenke ich mir eben auch, um das auch leben zu können? Und baue da auch wirklich in deinem Jahr so ein bisschen so einen Stretch ein, wo du denkst, oh Gott, wie soll ich denn das alles erreichen? Aber we will see sozusagen, wir werden sehen und lass dich überraschen. Geh mit einer Neugierde rein, mit einer kindlichen Neugierde, das haben ja die Kinder, eine Unbeschwertheit, was dein Jahr angeht. Und du wirst merken, das ist magisch, das ist mega, mega cool, wenn wir uns da öffnen, wenn wir da ins Vertrauen gehen und wenn wir uns da eben auch führen lassen von unserer Seele und eben natürlich auch vom Universum supporten lassen. Gut, also ganz, ganz wichtig, zu welcher Version von dir musst du werden, um das eben auch leben zu können. Und das ist eben auch cool, da aufzuräumen, zu sagen, oh Gott,
ne, wenn du da mal dann reingehst, sagst, ah, nee, was habe ich denn da immer für einen Gedanken? Nee, den will ich gar nicht mehr. Dass du den ersetzt und dass du das eben auch für dich immer mehr trainierst. Dass du sagst, das ist jetzt mal ein neuer Glaubenssatz. Dass du das eben auch einbaust in deine Story. Und dann, was ich mega, mega cool finde und was jetzt so wichtig ist in der neuen Zeit, ist deine Energie. Auf welcher Frequenz bist du? Weil das bist du natürlich auch schon, wenn du anfängst, zu dieser Version von dir zu werden, um das eben auch leben zu können. Und das Tolle ist, Tolle ist, dass du dir jetzt schon mal das Gefühl gönnst. Wie willst du dich denn in deinem neuen Jahr fühlen? Wie soll es sich anfühlen? Und dass du da schon mal reingehst, dass du da wirklich das fühlst, wo es auch immer ist. Guck ganz genau in deinem Körper, wo ist das? Oder breitet sich das aus? Oder was passiert da genau? Was ist dieses Gefühl für dieses Jahr, was du letztendlich erlebst, wenn du dieses Jahr lebst? Weil damit stimmst du dich mega ein auf dein neues Jahr. Glaub mir das mal. Und vor allen Dingen, du bist auf dieser Frequenz, du bist in dieser Schwingung. Und sofern du rausschwingst sozusagen, weil irgendwelcher Altersstress kommt oder dich mal kurz was aus dieser Frequenz geschossen hat oder gebeamt hat, dann beam dich wieder zurück. Ne? Sozusagen, such wieder deine Frequenz, weil du kennst jetzt das Gefühl und lehre deinem Körper dieses Gefühl, damit dein Körper ganz genau weiß, darum geht es jetzt. Du kannst alles lehren, dein Verstand, dein Mindset, dein Körper, alles, damit du letztendlich das auch bekommst, was du dir wünschst. Und darum ist es so wichtig, dass du jetzt schon in dieses Gefühl gehst. Und das ist mega, mega cool. Und das darfst du jetzt eben auch in der neuen Zeit machen. Und zwar noch vermehrt, weil da geht es um Energie, da geht es um Schwingung, da geht es um Frequenz. Und du bestimmst letztendlich, ob es dir gut geht oder nicht, was für ein Leben du lebst. Und jetzt stell dir mal vor, du weißt jetzt schon, wie sich dein neues Jahr anfühlt. Du weißt es jetzt schon. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Gefühlsrausch ist dein ganzes Jahr? Ich meine, mega, weil letztendlich, wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir etwas manifestieren, wenn wir uns was wünschen, was wünschen wir uns denn? Letztendlich das Gefühl. Und du kannst es dir jetzt schon geben, du kannst jetzt schon das ganze Jahr dieses geile Gefühl haben, was du dir letztendlich wünschst. Ich meine, da kann das Jahr doch nur mega cool werden, oder? Ich wünsche dir auf alle Fälle das allerschönste, beste, erfolgreichste, glücklichste, erfüllendste Jahr, was du je hattest. Ich weiß, du schaffst das, also Daumen hoch für dich. Und wenn du möchtest, dass ich dich mit meinen Videos bei diesem supergeilen Jahr unterstütze, schreib gerne mal in die Kommentare, was für Videos, welche Themen für dich wichtig sind, was du dir letztendlich wünschst, damit ich dich darin supporten kann. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest dieses Jahr richtig durchstarten mit deiner Seelenaufgabe, deinem Seelenplan, deinem Seelenpartner, mit deiner Selbstermächtigung, dann schau auf meiner Webpage vorbei, hannettbaumeister.com, dort findest du alles zu diesem Thema. Jetzt sende ich dir alles, alles Liebe, Love and Smile, so oft du nur kannst. Ja, deine Annette und Easy, ciao for now. Lebe deine Einzigartigkeit, denn du bist ein Geschenk. Pack es aus. Und ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Tschüss.